liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2018 mit dem letzten Rennen aus Europa, mit dem großen Preis von Italien. Eigentlich Ferrari-Land, eigentlich überhaupt nicht unsere Strecke. Belgien war tatsächlich verdammt knapp, wenn ich ehrlich bin, mit dem Sieg und alles drum und dran. Das könnte heute hier tatsächlich diese Siegesserie enden. Schauen wir einfach mal, ob Italien machbar ist für den Red Bull, weil eigentlich fehlt uns tatsächlich die Geschwindigkeit auf der Langgeraden. Das hat man gemerkt. Wobei die Kurven auf jeden Fall das Bild waren. Das war das Gute in Belgien, dass es auch viele Kurven gab, die uns wirklich alles ermöglicht haben. Aber jetzt wollen wir auf jeden Fall Elite. Dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten, aber leider haben die es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Ja, das ist ja blöd. Am besten gibst du am Arbeitsplatz an, was neu entwickelt werden soll. Die soll schon wieder Teile entwickeln? Okay. Ich hatte gedacht, wir können. Jetzt haben wir denn, was ist denn Gewichtsumverteilung? Okay, der hintere Boden. Unterboden. So, rein damit. Wie ist die ganzen. Ja, wir können gar keine Ressourcenpunkte ausgeben. Okay, ich dachte, wir können jetzt schön Ressourcenpunkte. Ja, für die neue Saison, wenn wieder Regelungen kommen. Aber das ist eh egal, wenn ich ehrlich bin. Wir haben nur noch 200 Punkte. Okay, ich dachte, wir hätten ein bisschen mehr. Gut, dann gehen wir rein. Jetzt erste freie Training hier aus Italien. Qualifying trocken, Rennen trocken. Das ist erstmal die wichtigste Information. Wie sieht das im Rennen links aus? Hallo zurück. Wir freuen uns, dass Sie gleich dabei sind, wenn hier in Monza das Training beginnt. Eine der wohl berühmtesten Kurven in Monza ist die Varianta del Rettifilo. In dieser schwierigen ersten Kurve gab es im Laufe der Jahre schon viele Unfälle in der ersten Runde. Die Teams werden wohl die Luft anhalten und hoffen, dass alle diese Kurve heil überstehen. In dieser kniffligen Kurve ist es nicht leicht, den perfekten Bremspunkt zu finden. Man nähert sich ihr mit rund 330 km/h entlang der Hauptgeraden, muss dann ungefähr 120 Meter vor der Kurve abbremsen, um sie mit etwa 84 km/h nehmen zu können. Es passiert schnell, dass man da zu weit aus der Kurve getragen wird, man von der Strecke abkommt und so seine Position an andere verliert. Ja. I've had a chat with Carl about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so give them a try. Gut, wir versuchen mal gerade, wie das Wetter aussieht. Training 1 trocken, Training 2 trocken, Training 3 trocken. Ein bisschen nass, ja, aber kriegen wir hin. Gut, dann haben wir eigentlich schon quasi komplett trockenes Rennwochenende vor uns. So, dann laden wir kurz mal das Setup. Italia. Da ist es. Gut, gehen wir rauf auf die Strecke. Wir starten zuerst mit Medium. Ja, drei. Ach, geht das weiter heute. Vor allem habe ich gleich auch noch das Livestream neben der Aufnahme. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck jetzt die Woche. Also wie gesagt, dass diese Woche kein Witcher kommt, das geht einfach nicht. Ich schaffe es vom Zeit her nicht. Vielleicht Tage mal, aber jetzt gerade nicht. Nein. So. Oh ja, das ist natürlich nichts Gutes gewesen. Das kostet natürlich jetzt die Rundenzeit. Das war mir auch von Anfang an klar. Das war genau das, was ich meine. Viel zu spät gebremst. Und kann ich eigentlich ein bisschen, kann ich wieder Gas wegnehmen, weil das brauchen wir ja nicht. Thank you.
Die Kurve ist auch fies mit kalten Reifen. Das hat mich auch in meiner Liga schon weggehauen. So, neuer Versuch. Oder wir versuchen einen neuen, wir setzen nochmal einen neuen Versuch mit den Mediums. Gucken, wie es halt läuft. Aber Italien ist eigentlich ein gutes Pflaster. Aber die Frage ist auch für den Red Bull, ne? Bisschen vom Gras raus. Oder aufs Gras raus. Ja, super, ey. Ja, ist doch scheiße so. Na gut. Kimi mit der Bestzeit. 25.228. Ja, Ferrari. Ferrari möchte natürlich hier gerne gewinnen. Ja, wir sind eine Sekunde dahinter, also wir sind überhaupt nicht gut. Das wird schwierig werden auf jeden Fall, wieder dieses Wochenende was zu reißen. Oder beziehungsweise was zu gewinnen. Weil das eigentlich ja tatsächlich eine Strecke für die Mercedes beziehungsweise die Ferrari ist. Für die Red Bull eher weniger. Aber wir tun natürlich unser Bestes. Wir wollen natürlich das Ding hier gewinnen, klar. Deswegen. Oh, aufpassen. Ich sage jetzt so viel zum Thema Reifen ohne Grip noch. Wir waren auf, wir fahren auf Medium. Zwei Sekunden dahinter. Uiuiuiui. Und dann auf P2. Okay, wir setzen auch meine Bestzeit mit der 1.25.1, also genau 2 Sekunden. 2,1 Sekunden schneller, also dann auch nochmal 200 hinterher. Guck, jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass wir hier was holen. Es fehlt eine Sekunde mehr, wir landen momentan noch. Das macht es vor allem nicht einfacher auf den Mediums. Sache, die Ferrari sind deutlich besser momentan drauf als wir. Wobei die im letzten Rennen echt Pech hatten. Aber wir wollen natürlich ja klar auch zurückschlagen. Gerade in ihrem Land. Und auch wenn es wieder Richtung Künstler Tours werden, was tun. Ne? Ich glaube, es sind nur noch 30 Punkte oder 20 Punkte oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe die Tabelle nicht im Kopf. So, wir haben den riesen Schritt schon mal gemacht in Richtung, zumindest, ja, ich weiß es nicht, es wird schwierig werden. Es wird wirklich schwierig werden, die Ferrari und die Mercedes dieses Rennen zu schlagen. Make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. So. Ja, es wird schwierig werden. Wobei die Medium wahrscheinlich überhaupt gar keine Option sein dürften für das kommende Rennen. Definitiv nicht. Würde ich mich wundern, wenn der Hamilton und der Vettel gleich noch davor parkt und wir auf jeden Fall the best of the rest sind. Vettel und Hamilton, ja, genau, die haben genau das, was ich meinte. Die Fahrzeuge sind schneller. Oh, Perez, oder? Ja, alles knapp. Mercedes, wie gesagt, wir fahren Medium. Wir haben nicht viele Chancen. Wir sind 0,3 bzw. 0,5 Sekunden langsamer als Vettel und Hamilton auf den gleichen Reifen. Ich sage, was Topgeschwindigkeit betrifft, keine Chance. Alle auf.
Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Räikkönen, Vettel und Lewis Hamilton. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Die Ergebnisse sind keine Überraschung. Mal abgesehen davon. Es sind keine Überraschungen. Auch Lance Stroll auf Platz 8 ist, gut, der fährt super soft, ist aber auch keine Überraschung. Auch er fährt nämlich Mercedes-Motor. Die müssten ja eigentlich liegen. Die Ferrari, Mercedes, die müssten alle hier vor, normalerweise klar schneller sein. Das ist keine Überraschung. Na gut. Aber wie gesagt, es kann ja auch sein, dass wir uns noch mal ein bisschen steigern können. Wir sind ja auch die langsamsten Reifen gefahren. Dementsprechend ist das auch alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und wir gucken gleich auf jeden Fall mal im zweiten Freitag, was die Softreifen gleich raushauen. Für Zeiten. Keine Information. Okay, weiter geht die Reise im zweiten freien Training. So, oh, ein Fehler am Kühlsystem. Noticed a leak in one of the coolant lines, so we're patching that up as we speak. Hold tight for now, until we've checked everything over. So. Genau, Software, das ist so weit in Ordnung. So. So, soll ein bisschen regnen am Ende der Session, aber das ist nicht weiter egal, ist weiter egal. So, ja. Zweites freies Training. Ah, ich hasse das. Diese Kurve, die ist nicht. Diese Kurve ist so nicht ohne. Damit haben wir schon mega Zeit wieder verliegen lassen. Gucken, was die Runde jetzt gleich sagt. Ah, es ist natürlich klar. Kimi wird nicht. Die Ferrari sind natürlich wegen ihrem Heimfans natürlich komplett überflügelt und beziehungsweise gepusht. Wir müssen da irgendwie was gucken, bis wir da auf jeden Fall auf die Reihe bekommen. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Wochenende nicht mehr irgendwas verlieren werden. Nächste Woche ist Singapur, die Strecke sollte uns ein bisschen näher liegen. Oder nächste Strecke kennen. Auch Japan sollte auch dem und Russland sollte eigentlich dem Red Bull mehr oder weniger liegen. Aber wie gesagt, wir wollen natürlich ja auch gewinnen. Das ist ja keine Überraschung, ne? Das ist natürlich auf jeden Fall keine Überraschung, natürlich, wenn wir hier ein starkes Ergebnis holen. 24-7 auf Supersoft. Okay. Ja, Ferrari möchte. Ferrari will und möchte und kann und tut und. Sie wollen auf jeden Fall liefern für ihre Fans. Belgien war hart umkämpft. 7,7 Sekunden, gut, das ist keine Überraschung. Die 32,5 momentan. Und wieder die gleiche Kacke. Und wir dürfen uns wieder einen Dreher zulegen. Oh, diese fucking Ecke, Alter. Das zweite Mal in der zweiten Zeitversuch, Kimi. Ja, die Runde ist ja schon wieder kaputt. Ich bin eigentlich unzufrieden gerade momentan im Auftakt. Ich bin gerade mehr als unzufrieden hier beim Auftakt gerade. Das erste freie Training hat mir überhaupt nicht gefallen. Da sind wir auch nur Sechster geworden. Das war wieder. Ja, wenn ich ehrlich bin, rechnen wir. Fünfter, Sechster, Vierter. Das ist so irgendwie die Hoffnung. Der wird wahrscheinlich nicht drin sein. Die Runde ist ja eh kaputt. Wir müssen also noch einsetzen.
Wir haben eine miserable Zeit auf jeden Fall und eine ungültige Runde. Also das ist definitiv alles anders einfach hier. So, ich versuche es jetzt mal noch. Und wir fahren die gleiche Ecke. Und wir drehen uns zum dritten Mal in Folge. Also das kann nicht sein. In derselben Ecke das dritte Mal in Folge. Hintereinander weg. Immer wieder zu weit raus. Keine Chance mehr, was zu machen. Ja, warum nicht? Ist ja ganz einfach. Weil es halt so schön ist. Ja, fuck you, ey. Das ist doch kacke, sowas. Das ist doch die letzte Kacke einfach. Gefällt mir überhaupt nicht. Ja, das wäre mal letzte Mal letzter. Ist dann einfach so. Bestzeit 1:32,5. Das ist eine klasse Zeit. An dem Wochenende, wo ich eigentlich mehr arbeite. Dritter, sechster sogar wie violett. Wir müssen nochmal neuen Satz. Wir setzen nochmal neuen Satz. Also. Ja. Das wird hart, 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 das Rennen. So, wir wollen nochmal eine Runde setzen. Dritten Sektor hätten wir sogar gepackt, aber die ersten zwei. Der Sektor, wir wollen diese Kurve hier. Diese Kurve vor allen Dingen hier. Konzentrieren. 8,1 war der Rückstand, also da sind wir ja fast dran, sogar wieder in der Zeit. Na, da fehlen aber auch nicht mal eine halbe gute halbe Sekunde. Komma 2 mit der Kimi. So, diesmal haben wir es deutlich besser geschafft. Also ich will jetzt tatsächlich mal einfach mal zumindest ein Training gewinnen und zeigen, dass wir können es. Ein bisschen konzentrieren. Ich will die Runde mitnehmen. Ja, mal schauen, was da drin ist in der Runde. Jetzt müssen wir jetzt die Runde setzen.
So, Bestzeit 24:0. Das war zumindest mal der Plan an der Sache. Das war zumindest mal der Plan an der Sache. Gut. We have a number of programs to run during these practice sessions. You can check the details. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Richter, Raikkonen und Valtteri Bottas. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Ja, das scheint wohl tatsächlich mit den Zopf ein bisschen zu funktionieren, wenn du die erste Kurve triffst. Das sind so zwei, drei knifflige Ecken, wo jemand treffen muss, dann durchaus machbar. Also wie gesagt, es wird trotzdem ein schwieriges Wochenende werden. By the way. Aber gucken wir mal unser Bestes. Oder wir tun unser Bestes. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Naja. Gemischt. Im Training sind Sie regelrecht geflogen. Glauben Sie, das lässt sich aufs Qualifying übertragen? Hoffentlich. Es ist gut, Zuverlässigkeitsprobleme schon im Training anzugehen, nicht wahr? So. Klasse, das war dann alles. Ja. So. Gut, dann holen wir uns die Punkte eben kurz. Und gehen dann ins dritte freie Training. Gut. So, fahr mal raus, weil wenn ich ehrlich bin, man erwartet, was sind wir jetzt in der Box zu tun, noch, ne? So, wichtig ist, dass wir halt die ersten zwei Kurven eigentlich so treffen. Jetzt zwei Schikanen, die sind wichtig. Boah, jetzt die erste Kurve, dann hat der lang geraden. So, die haben wir relativ gut gekriegt. Das könnte durchaus eine gute Zeit werden.
Zum Gegensatz, also im Vergleich zu den anderen Fahrern. Moment. Scheiße. Zum Thema dazu. Und einfach mal tschick, den obligatorischen Dreher. Den müssen wir natürlich auch einbauen. Es gibt kein Training ohne Dreher. Und der nächste, pam, direkt hinterher, damit es auch richtig geil aussieht und bis weiter. Ach, leck mich doch, ey, das ist doch zum Kotzen. Also ich hab hier meine Schwierigkeiten. Irgendwie nicht meins gerade heute. Glück gehabt. Das wäre der nächste weg gewesen. Magnus mit 26. Ja, da müssen wir jetzt gucken, ob wir da vielleicht sogar noch auf die Zeit rankommen. Die Sache mit dem Red Bull, das ist keine Red Bull-Strecke. Definitiv alles anhalten zur Red Bull-Strecke. 24,4. Das gar nicht mal so eine schlechte Zeit wäre. So, erster Sektor violett. Das wäre jetzt. Wir fahren ganz kurz erstmal mit Fett jetzt mit der Mischung. Kimi 24,433. Aber da kommt noch eine Zeit hinterher von uns. Ich sage, Kimi ist mit einer der Favoriten auf jeden Fall hier in diesem Rennen. Der auch schon da. Auch Superstoff fährt, okay. Wie gesagt, nächste Woche in Singapur, das sollte dem Auto deutlich mehr liegen. Aber nicht, dass ich dieses Rennen hier jetzt abhake oder so. Natürlich wollen wir hier auch gewinnen. 23,8. Gut. Oh, Gott sei Dank. Standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. So. Puh, was für eine Strecke. Wie deutlich von dem von Ferrari. Auf jeden Fall funktioniert. Also ich habe mit Medium überhaupt nichts auf die Reihe bekommen. Aber auf den Soft und auf den Supersoft kriegen wir schon mal hin. Das macht natürlich wieder so ein bisschen ein anderes Bild. So. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Richter, Raikkonen und Sergio Perez. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Exakt 0,6 Sekunden der Vorsprung auf Kimi Raikkonen. Wie gesagt, der wird das auf jeden Fall noch die Leistung machen. Spätestens dann, wenn er... Oh gut, auf Soft haben wir ihn geschlagen und auf Super Soft haben wir ihn auch geschlagen. Also auf dem Medium haben wir gar keine Chance gehabt gegen ihn. Definitiv nicht. Da war der Abstand sehr, sehr groß. Zu groß, meiner Meinung nach. So.
Gut, dann war's das für heute. Wir sehen uns morgen wieder mit dem Qualifying und dann wünsche ich euch noch einen schönen Freitagnachmittag. Ja, und kommt gut in die Ostertage. Doch, müsste eigentlich schon soweit sein. Naja, bis dann und tschüss. Aber warte mal einen Moment, da ist noch was Nachricht. Die kommende Session, ich habe Erwartungen an dich, also gib mir eine Session an. Das Wichtigste ist, dass du dich für Max qualifiziert. Dein Teamkunst geschlagen ist immer die erste Messlatte für deine Leistung. Die Wettervorhersage ist trocken auf jeden Fall, das haben wir ja eben schon rausgefunden. Und jetzt verabschiede ich mich wirklich bis für heute. Wir sehen uns morgen, wie gesagt, wieder. Und dann morgen Abend gibt es übrigens auch wieder Livestream. Ja, morgen Abend gibt es wieder einen. 100% Monaco, das wird lustig, auf jeden Fall. Naja, erstmal die Karriere. Also das Rennen hier so erfolgreich wie möglich abschließen. Und dann können wir auch abends an den Livestream denken. Bis dann und tschüss.